Hallihallo, hier ist die Andrea vom Liebeskartenblick und heute habe ich mal wieder eine Legung für euch und zwar die Wochenlegung vom 23. bis 29. Dezember oder wann immer du auf diese Legung stößt. Du kannst sie jederzeit mitnehmen, wenn du drauf stößt. Es muss nicht das Datum sein, was ich eben genannt habe, weil jeder hat ja so seine eigene Zeitqualität und es wird dann schon stimmig sein für dich, wenn du drauf stößt. Sollte es allerdings nicht stimmig sein, dann leg sie einfach weg. Ist ganz wichtig, ne? Also wie immer biete ich drei Stapel an, dass jeweils ein Tarotdeck ist, ja. Und du darfst dir einen Stapel aussuchen und es geht natürlich um das Thema Liebe und wir schauen einfach mal ganz grob, wie es bei dir mit der Liebe aussieht. Du solltest natürlich dein eigenes Thema mit reinbringen, weil ich dein Thema ja nicht kenne. Das heißt, du solltest ein bisschen mitarbeiten und auch ganz intuitiv und ehrlich mit dir selber sein, wenn du jetzt mitmachst und auch sehr selbstverantwortlich. Und wenn du merken solltest, dass die Legung überhaupt nicht mit dir konform geht und überhaupt nicht stimmig ist, dann zwäng dich nicht rein, dann leg sie weg. Das ist eine allgemeine Legung. Das sind drei Möglichkeiten von vielen. Ich kann nicht jeden, der hier das Video schaut, damit abdecken. Ja, das sollte einem immer wieder bewusst sein. Und wenn du merkst, dass da was nicht stimmt, dass da was nicht stimmig ist, dann mach eine andere Legung. Ich habe ja noch andere Wochenlegungen. Dann such dir eine andere aus oder einen anderen Stapel. Und dann zwäng dich nicht rein. Ja, das ist ganz wichtig. Deswegen ist eben Intuition wichtig und Ehrlichkeit mit sich selber und eben auch Selbstverantwortlichkeit. Ne? Okay. Wie immer werde ich unten die Zeitmarkierungen machen. Das heißt, wann welcher Stapel eben anfängt, unten in der Textbox und auch etwas später dann im ersten Kommentar so. Und auch die Decks werde ich auch verlinken, ja. Und ich habe hier auch noch das Orakel-Deck, das Enchanted Spell Oracle. Das werde ich vielleicht noch zusätzlich einsetzen, dann werde ich aber ganz intuitiv machen, ja. Okay, dann darfst du jetzt in dich gehen und mal nachfühlen, welchen Stapel du gerne hättest. Das ist der Stapel 1, das ist das The Magic of Tarot, das ist der Stapel 2, das ist das Göttinnen-Tarot und das ist der Stapel 3, das ist das Animal Wisdom-Tarot, ja? Okay, dann fangen wir jetzt an und zwar mit dem Stapel 1. Das ist der Stapel Nummer 1, ja? Und das ist das The Magic of Tarot. Das ist ein Pip-Deck, das heißt, ich lese es auch verkehrt rum. Die Pip-Decks, die keine großen Geschichten als Illustrationen erzählen, die lese ich auch verkehrt rum. Bei den anderen schaffe ich das nicht, weil dann immer die ganze Geschichte auf dem Kopf steht. Das irritiert mich dann total. Schauen wir mal, was deine Woche macht. Und ja, schauen wir mal. Okay. Wir haben den Buben der Münzen. Wir haben die 10 der Stäbe. Und wir haben die 4 der Kelche verkehrt rum. Okay, also diese Woche. Hast du als Hauptkarte, wir sind ja bei der Liebe, da muss ich immer drauf achten, der Bube der Münzen ist ein Bube, der sehr wissensbedürftig ist, der alles wissen will und der aber auch neugierig ist und der eher auch zurückhaltend ist, ja. Das ist so die Energie. Also die Energie ist schon ein bisschen abenteuerlich und wissbegierig, aber zurückhaltend. Und es ist auch einer, der durch sein Wissen Dinge in Gang bringen kann oder sagen wir mal Samen setzen kann, ja. Und das kann sein, dass diese Woche irgendwas ist, wo in der Liebe bei dir das noch mal so ein Samen gesetzt wird, so wo irgendwas Neues entsteht. Aber ganz zaghaft, ja, also nicht irgendwie bombastisch wie jetzt beim Ritter der
also voller Leidenschaft oder voller, ich weiß nicht was, sondern ganz zaghaft entsteht die Woche was in deiner Liebe, was Neues, in deiner Liebesgeschichte, sag ich mal. Und das darf wachsen. Und das ist jetzt egal, ob du in der Verbindung bist oder noch nicht in der Verbindung oder ob du denjenigen nur energetisch spürst oder ob du, ich weiß nicht, irgendwas will da gerade so langsam heranwachsen, ja? Und die 10 der Stäbe sagt mir auch, dass da ganz viel Potenzial ist für was Neues, was nach außen auch gelebt werden will, wenn die richtig, also die Pip-Decks werden etwas anders gelesen wie jetzt die Bilder-Decks, ne? Hier ist ganz viel Potenzial. Hier haben wir auch 2 Stäbe, die so nach außen wollen, also so die losschießen wollen. Und wir haben jeweils 4 Stäbe, was ja sozusagen auch 4 symbolisiert ja auch, oder dann letztendlich 8, symbolisiert ja auch Harmonie, was das Ganze so ein bisschen stützt, was so raus will, ja. Das heißt, es will bei dir was raus, es will was wachsen, es will was geboren werden, was du vielleicht die Woche oder was auch schon bereits angepflanzt wurde, und du brauchst eigentlich nur zu warten. Du brauchst dem Ganzen, du brauchst nicht viel zu machen. Also irgendwas bei dir in der Liebe wird in Gang gebracht. Aber du solltest noch mal genau gucken, weil hier haben wir noch die 4 der Kelche, und die ist so ein bisschen, wenn sie verkehrt rum ist, bedeutet sie für mich, also so rum bedeutet sie für mich schon, dass da viel Harmonie ist und Liebe und vielleicht auch mit anderen Menschen zusammen, nicht nur mit dem Partner. Und wenn sie so rum liegt, dann bedeutet es für mich, dass irgendwas in der Liebe nicht so ganz harmonisch ist, in deiner Liebesverbindung oder aber auch im Umfeld von deiner Liebesverbindung, und dass da vielleicht was zu eng gesehen wird, ja, weil 4 ist ja Sicherheit, ist Harmonie, aber es kann eben auch zum Beispiel besitzergreifend sein, es kann einengend sein, es kann aber auch langweilig sein, ja, es kann auch sein, dass irgendwas bei dir ist, was langweilig ist. Ich würde sogar fast langweilig sagen, als erstes kam mir Langeweile, als ich die Karte so gesehen habe, und dass eben das was Neues, ja, irgendwas ist langweilig und deswegen wird vielleicht was Neues geboren. Oder aber es ist was langweilig und du solltest anfangen, mal zu gucken, weil er ist ja auch so ein kleiner Wissensbegieriger, und mal neugierig gucken, was man Neues in dein Liebesleben reinbringen kann. Das kann jetzt beides bedeuten, ja, dass einerseits was Neues entsteht aus der Langeweile heraus und das automatisch, oder aber wenn du spürst, hier ist irgendwie alles so festgefahren und da ist nichts mehr, was so, keine Leidenschaft mehr, dass du einfach selber guckst, was kann ich ändern, was kann ich noch an Leidenschaft reinbringen, was können wir erneuern in der Verbindung, oder wenn du eben noch nicht mit jemand zusammen bist, dann ist es vielleicht so, dass da Stillstand ist auf dem Weg, dass man zusammenkommt, dann darfst du auch gucken, was kann ich tun, um da eben noch ein bisschen mehr Leidenschaft reinzubringen in das Ganze, ja. Auf alle Fälle ist irgendwas langweilig oder festgefahren, wenn du vielleicht schon in einer längeren Verbindung bist, oder der andere ist apathisch und du kommst nicht voran. Ja, es ist irgendwas, du kommst nicht mehr voran, wenn du jetzt. Oh, wir haben hier noch die Glückskarte. Das ist aber schön. Das heißt, wenn du dich jetzt da dem Ganzen stellst, wenn du guckst, warum ist hier was langweilig, oder wenn du eben was Neues hineinbringst, neuen Samen pflanzt in diese Langeweile hinein, in die Apathie hinein, in das Festgefahrene hinein, dann kann die Woche ganz toll werden. Dann kannst du die Woche schaffen, dass du eben das Ganze, ja, dass du ins Glück kommst, ja, dass du die Verbindung, dass die glücklich wird. Das ist ja toll. Also du hast es in der Hand, aus dem langweiligen Festgefahrenen deiner Verbindung oder noch nicht Verbindung oder vielleicht auch deines Single-Seins, ein bisschen mehr Feuer reinzubringen, was Neues zu starten und einfach neugierig zu gucken, was ist da, was kann ich eben Neues anpflanzen und starten, dass da eben wieder mehr Leidenschaft reinkommt, mehr Prickeln, mehr Bewegung, ja? Und das wird gut ausgehen. Wow, das Glück ist mit dir. Guck dir diese wundervolle Karte an. Die ist doch total klasse. Und das ist hier ein Anis. Und das ist hier, der hat hier irgendwie Propeller, finde ich, die Frau.
Und die tanzt, Anni, das sind Flügel, die tanzt in diesem Glas mit Anis. Und wir haben hier den Jupiter, das ist ja auch so der Glücksplanet und auch der Planet der Weite. Das heißt, du solltest dich tatsächlich dieser Weite auch öffnen, der Liebe und der Möglichkeiten. Das ist dieser Bube, ja. Und gucken, was kann ich ändern? Welche Möglichkeiten gibt es? Weil das hier sind letztendlich ja auch Möglichkeiten. Und die dann auch ergreifen und dann neu durchstarten. Was Neues anpflanzen und neu durchstarten. Das ist deine Woche. Wow, total schön. Ich wünsche dir alles Liebe, dass du das schaffst und dass du in das Glück kommst, ja. Und wenn du noch Fragen hast, dann darfst du mich gerne anschreiben oder wenn du noch eine Legung willst oder vielleicht auch eine Jahreslegung, mache ich auch. AndreaWürk.com ist meine Webseite, ja. Und dann, ich freue mich immer über Anfragen. Und wenn dir das jetzt gefallen hat, dann darfst du natürlich gerne liken, teilen, abonnieren und kommentieren. Freue ich mich auch. Ansonsten wünsche ich dir eine ganz tolle Woche. Mach was draus, guck nach den Möglichkeiten, pflanz den Samen und lass Neues entstehen, ja? Okay, alles Liebe für dich. Und frohe Weihnachten natürlich, wenn du das jetzt hier in der Weihnachtszeit siehst, dann wünsche ich dir eine ganz tolle Weihnachtswoche. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Mitmachen. Tschüss. So, dann kommen wir zum zweiten Stapel. Das ist der Stapel Nummer 2. Das ist das Goddess Tarot oder ich habe es auf Spanisch. Das heißt auf Spanisch. Wie heißt es denn auf Spanisch? Wo haben wir es denn? El Tarot de la Diosa, logikamente, oder das Göttinnen-Tarot. So, jetzt haben wir eine Minute nur über dieses Tarot geredet. Das habe ich schon ewig, aber ich habe es ewig lange in der Flohmarktkiste gehabt. Kann sein, dass ich dann ab und zu doch das Buch brauche, besonders wenn es darum geht, wenn eine Göttin erscheint, weil mit Göttinnen kenne ich mich nicht aus. Ansonsten ist es ein ganz normales Tarot-Deck. Mit unheimlich schönen, weichen, weiblichen Energien. Und schauen wir mal, was die Woche dir so bringt. Wir haben, oh, die 10 der Pentakel. Oh, und die ist hier total schön. Das ist das materielle Nachhausekommen für mich, materielle Sicherheit. Was auch Sicherheit natürlich in der Liebe bedeutet, ne? Also du kannst die Woche, wenn du es noch nicht bist, nach Hause kommen, darfst aber eine emotionale Sache loslassen. Wow! Es kommt was Neues auf dich zu diese Woche. Innerhalb deiner Verbindung oder wenn du noch nicht in einer Verbindung bist, kommt irgendwas Neues auf dich zu, vielleicht ein neuer Mensch. Vielleicht darfst du dich auch entscheiden, eine stabile emotionale Situation loszulassen, um eben dann hier in dem wundervollen Zuhause anzukommen. Ja, auf der materiellen Ebene ist das. Das heißt, es ist wirklich in dieser Welt, es ist nicht energetisch oder so. Wenn es sich jetzt um Seelenverbindungen handelt, könnte es ja auch energetisch sein. Nein, es ist irdisch. Es ist ganz konkret, es ist ganz materiell. Die Woche darfst du was loslassen, was Emotionales, darfst deiner Intuition folgen, in das Neue hinein, das plötzlich auf dich zukommt, ganz plötzlich in Form einer Nachricht oder einfach auch nur der Liebespfeile. Vielleicht verliebst du dich ganz plötzlich oder vielleicht verliebst du dich in deiner Verbindung auch ganz plötzlich neu oder irgendeine Ebene in deiner Verbindung, in der du bereits bist, darf sich ändern und das ist ein Stück weit, hat eben auch ein Stück weit mit einer emotionalen Ebene zu tun. Auf alle Fälle das, was auf dich zukommt ganz plötzlich und was du ganz plötzlich auch loslassen darfst, das führt dich in dein emotional, in dein irdisches Zuhause. Ja, und das ist eine ganz tolle Geschichte. Wow. Ich möchte jetzt gerne noch eine Karte ziehen, aber ich weiß nicht, ob ich nochmal aus dem Deck ziehe. Oh, das Deck ist so schön. Das hat so eine schöne Energie. Es hat so eine tolle Energie. Boah. Und ich hatte es in der Flohmarktkiste.
Und dann haben wir hier noch die 8 der... Ich wusste, dass noch eine negative Karte kommt, wobei sie nicht negativ ist, die 8 der Schwerter. Hier hast du dich so ein bisschen eingefangen in dein eigenes, Anführungsstriche, Leid, in dein Gedankenkarussell und bist vielleicht dadurch, guck mal, die hat hier wahrscheinlich auch, die hält sich ihre Augen zu, die liegt so, dass sie gar nicht sieht, dass hier eine Möglichkeit ist, ganz plötzlich was ankommt. Also nimm deine Schwerter weg, ganz wichtig. Nimm die weg, ja. Geh aus deinem Gedanken raus. Du bist zu sehr in den Gedanken und geh in deine Intuition. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Ganz wichtig ist, dass du in deine Intuition gehst und dein Herz sprechen lässt. Und diese Gedanken hier, die dich hier einengen, vielleicht sind es auch Manipulationen von außen, das kann auch sein. Löse dich davon. Entweder deine eigenen Manipulationen und Gedanken oder auch äußere. Vielleicht handelt es sich um eine Geschichte, wo du von außen einfach eingefangen wirst und dich nicht mehr traust, die Verbindung zu leben oder irgendwas in deiner Verbindung zu leben oder in die Verbindung reinzugehen, wenn du ganz neu bist. Löst dich von diesen Manipulationen und von diesem Gedankenkarussell oder was auch immer dich hier einengt. Das ist auf alle Fälle was Geistiges, ja. Also Gedanken oder Worte oder irgendwie was Geistiges. Löst dich davon und dann wirst du auch dieses Ding sehen, was auf dich zugeschossen kommt. Und dann hast du auch den Mut, wenn du dich auf deine Intuition einlässt, die emotionale Ebene loszulassen, die da eben losgelassen werden muss, um eben in dein irdisches, materielles Zuhause anzukommen. Es kann auch ein innerliches Zuhause sein, aber dadurch, dass es die Pentakel ist, ist es für mich auch ein äußeres Zuhause. Ja, wow. Ich lege jetzt trotzdem nochmal von dem Orakeldeck die Karten. Da ist ein bisschen Arbeit, was bei dir jetzt die Woche anscheinend noch anliegt, weil du irgendwas hält dich gefangen. Und lässt dich nicht diese Möglichkeiten, die auf dich zugeflogen kommen, ergreifen. Vielleicht ist es auch Angst, tatsächlich hier dieses emotionale Ding loszulassen, was dir natürlich ein Stück weit Sicherheit bietet, ja. Aber lass es los. Lass die Manipulation und die Gedanken los, das Gedankenkarussell und auch das, was du dich angeblich emotional Sicherheit bringt, weil manchmal engt Sicherheit auch ein und vielleicht ist es eine Sicherheit, die gar nicht mehr dich wirklich glücklich macht, ja, und wenn du deiner Intuition folgst und genau und das wahrnimmst, was hier auf dich zugeflogen kommt, dann das ist Liebe, das sind die Liebespfeile bei einer Liebeslegung, dann kannst du tatsächlich zu Hause ankommen und hier haben wir noch die Stärkekarte. Ja, die brauchst du natürlich, die Stärke. Also zieh dich vielleicht mal ein bisschen in dich zurück und hol deine ganze Kraft aus dir heraus, damit du eben dich hiervon lösen kannst, von diesen Manipulationen, dich auch von dieser angeblichen emotionalen Sicherheit lösen kannst. Vielleicht gehört das sogar zusammen, vielleicht ist diese angebliche emotionale Sicherheit derjenige oder dasjenige, was dich hier auch geistig einengt, also mit Worten oder mit Gedanken oder mit, ne? Und wenn du das loslässt und wirklich deiner Intuition folgst und diesen Liebespfeilen, dann kommst du zu Hause an und ich wünsche dir ganz viel Kraft. Die Kraft ist da, die Kraft ist auf alle Fälle in dir. Nutz sie, ja, nutz diese Kraft. Vielleicht, wenn du bei dir in der Nähe einen Eichenbaum hast, vielleicht gehst du einfach mal raus und gehst zu einer Eiche und lässt dich einfach mal von ihrer Energie auch durchfluten, ja. Und dann kommst du vielleicht in deine Kraft und kannst das Ganze besser lösen, weil die Eiche ist hier auch so der Kraftgeber oder Eicheln, ja. Guck einfach, dass du dich irgendwie mit dem Baum Eiche oder Eicheln verbindest, wenn du so ein bisschen veranlagt bist für sowas. Und das gibt dir vielleicht auch Kraft und dann kannst du dich von dieser Manipulation und diesem, ich denke mal, das ist auch eine emotionale Manipulation. Ich denke, die beiden Karten gehören zusammen. Entweder manipulierst du dich selber, auch emotional oder aber von außen.
Wichtig ist, der Intuition zu folgen und das hier loszulassen und das hier loszulassen und dann ein Schwert vielleicht auch zu nehmen, um dem Ganzen noch ein bisschen Klarheit reinzubringen. Und dann ergreifst du diese wundervolle Liebesmöglichkeit und kommst zu Hause an, in deiner Kraft letztendlich auch. Und es bezieht sich jetzt auf alle Möglichkeiten. Ja, das kann jetzt sein, innerhalb von einer Verbindung, dass sowas ist, oder auch, dass du in jemand verliebt bist. Ja, geh einfach drauf los, löse dich von dem, oder dass du Single bist. Vielleicht hast du dich in deinem Single-Sein auch verstrickt. Die Woche ist auf alle Fälle eine Möglichkeit da, dein Liebesleben zu verschönern und zu Hause anzukommen und auch in die Kraft zu kommen. Ja, ich wünsche dir auf alle Fälle alles Liebe. Ja, ganz tolle Karten. Guck dir mal die schöne Energie an hier. Wow. Mach was draus. Ja, wenn du noch Fragen hast, dann darfst du mich gerne fragen. Oder wenn du noch eine Legung haben möchtest, eine private oder vielleicht auch sogar eine Jahreslegung zum Thema Liebe. Und andreawirk.com ist meine Webseite, da findest du alle Daten, ja. Und wenn dir das jetzt gefallen hat, dann darfst du mich natürlich gerne liken, sharen, teilen, kommentieren, abonnieren, was auch immer, da freue ich mich auch immer drüber, ne? Alles Liebe dir, eine ganz tolle Woche und eine ganz tolle Weihnachtswoche, wenn du jetzt hier in der Weihnachtszeit bist. Bis zum nächsten Mal, danke fürs Mitmachen, tschüss. So, dann kommen wir jetzt zur dritten Legung. Das ist der dritte Stapel. Das ist das Animal Wisdom Tarot. Ja, das ist ein Tier-Tarot, was ich total geil finde, weil es ist zwar ein bisschen kindlich gemalt, aber es hat eine unheimlich schöne Energie. Ja, und ich lege das gerne. Es hat meistens eine sehr friedliche, es hat eine sehr friedliche Energie. Und ich habe heute ja auch lauter friedliche Decks, weil wir sind ja auch in der Vorweihnachtszeit und wir gucken uns jetzt einfach mal deine Woche an. Und solltest du nicht in der Vorweihnachtszeit sein, sondern in einer anderen Zeit, dann ist es auch okay. Dann kriegst du jetzt einfach eine friedliche, hoffentlich friedliche Legung für die Woche jetzt. Mal schauen. Neun der Kelche, neun der Muscheln. Wow. Die Kuh, die Erdmutter, noch besser. Und was ist denn der Raccoon? Ich weiß jetzt gar nicht, was das auf Deutsch heißt. Vielleicht heißt der sogar auch Raccoon. Das ist der Seher der Fossilien, also der Münzen. Ich weiß jetzt gar nicht, Seher ist, glaube ich, der Bube. Ich muss gerade mal im Buch nachgucken. Ich verwende das Deck nämlich nicht so oft, wenn ich mal so ganz ehrlich bin, auch wenn es total schön ist. Ich glaube, das war der Bube. Wo haben wir die denn jetzt? Hier. Wo haben wir es denn? Ist doch nicht so schwer. Ja, ist der Bube, okay. Den hatten wir vorhin auch schon in der anderen Legung, den Buben der Münzen. Also die Legung ist ganz toll. Also wir haben als Hauptkarte die Neun der Kelche oder die Neun der Muscheln. Die haben wir hier alle aufgeführt über einem Regenbogen. Oh. Also hier, die Woche geht es bei dir um ganz viel Liebe, um ganz viel Genuss, auch mit deinen lieben Menschen hier, mit deinen liebsten Menschen. Also es passt sehr gut jetzt natürlich auch zur Vorweihnachtszeit und zu Weihnachten in der Weihnachtswoche. Also du hast eine ganz tolle Zeit jetzt zu Weihnachten mit der Liebe einfach auch, ja. Also wir sind ja hier bei einer Liebeslegung. Es geht hier auch um die Liebe. Das ist eine reine Liebeskarte. Du darfst deine Liebe genießen. Und deine Liebe darf oder deine Verbindung oder noch nicht Verbindung, die darf wachsen. Die Erdmutter ist ja Wachstum, die ist Fruchtbarkeit, die ist Genuss, die ist Mütterlichkeit, die ist für mich ist es die Besamung. Hier ist ja sozusagen der Samen, der gelegt wird. Also die Empfängnis, die Schwangerschaft, die Geburt und der Wachstum des Kindes sozusagen in einem. Das ist für mich die Erdmutter hier beim Tarot. Und das ist die Kuh. Also irgendwie hast du eine ganz tolle Woche. Du hast eine ganz tolle Woche.
wenn du, ja, wenn du vielleicht auch noch mal guckst, dass du, also hier möchte noch ein bisschen was Neues hinein in die Verbindung oder in die noch nicht Verbindung oder in dein Single-Sein. Der bringt dir noch mal so ein bisschen Input auf der materiellen Ebene, was du irgendwie noch neu reinbringen kannst. Aber nicht stürmisch, nicht leidenschaftlich, sondern ganz gemächlich darfst du hier noch einen Samen pflanzen in deine Situation der Liebe, damit es dann wachsen kann. Das passt irgendwie auch zusammen mit der Kuh, weil die ist ja auch Empfängnis sozusagen, also den Samen pflanzen. Und dann kann was wachsen, dann kann noch viel mehr wachsen und dann kannst du in die vollkommene Liebesenergie kommen. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ja, also ich lege jetzt noch eine Karte, weil das hier so positiv ist. Ich meine, ich wünsche dir natürlich auch, dass es positiv ist, aber vielleicht gibt es ja irgendwie noch einen Hinweis. Wow, wir haben den. Ach, jetzt weiß ich schon wieder nicht, was es heißt. Ich hatte das schon so oft. All-encompassing, den Wal, das ist die Welt. Also du kommst auf, also die Woche ist die Woche für dich. Die Woche, um was Neues zu pflanzen in deiner Verbindung oder wenn du noch Single bist oder wenn du ganz frisch dabei bist, jemand kennenzulernen, dann darf das wachsen, dann darf das gedeihen, dann darf das zur Vollkommenheit gebracht werden, zur Vollendung und darf dann letztendlich in vollkommener Liebe gelebt werden und auch genossen werden. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Die Karten sind alle positiv und in dem Deck gibt es schon auch negative Karten. Ich gucke jetzt gerade noch mal, was allumfassend heißt es, ja. Ja, und der Wal ist ja auch feiern. Also du darfst die Woche echt feiern, genießen, mit der Liebe, mit deinen Lieben, mit deinem Liebsten oder deiner Liebsten, darfst Neues pflanzen, Neues empfangen und vielleicht sogar auch Neues gebären schon. Ich weiß es nicht. Vielleicht geht es sogar auch um Kind. Kann natürlich auch sein, wenn du in einer Verbindung bist. Das betrifft natürlich jetzt nur diejenigen, die eben vielleicht auch ein Kind wollen oder vielleicht entsteht die Woche jetzt auch der Kinderwunsch mit deinem Partner und oder vielleicht empfangt ihr jetzt auch ein Kind. Vielleicht entsteht jetzt die Woche auch ein Kind? Ich weiß es nicht. Das kann natürlich auch sein, ja. Das wäre ja schön in der, ne, das ist eine tolle Geschichte. Aber das betrifft jetzt natürlich nicht jeden, logischerweise, ne? Also der damit jetzt konform geht, dann ist das die Woche. Ne? Um Kind zu empfangen, Kind vielleicht sogar auch zu gebären, ja, wer weiß, vielleicht bist du ja auch schwanger und vielleicht hast du die Woche auch. Ich habe ja auch am 24.12. übrigens Geburtstag. Ich bin auch in der Weihnachtswoche geboren, aber das ist ja, wenn du jetzt haben wir hier noch Patience. Wir haben noch die, wie heißt denn das? Patience. Ah, Geduld. Ja, du darfst halt auch noch ein bisschen Geduld aufbringen, vielleicht für das, was du hier neu pflanzt und was neu wachsen darf, vielleicht auch bei der Empfängnis und vielleicht auch bei der Geburt. Vielleicht, wenn du jetzt die Woche gebären solltest, was ja sein kann, ob es jetzt wirklich ein Kind ist oder auch einfach nur die Liebe, vielleicht ist es ein bisschen komplizierter oder schwieriger, dann sei einfach geduldig. Ja, geduldig, geduldig die Liebe leben. Wenn du Geduld hast mit allem, dann kann wirklich auch viel draus werden. Dann kann viel wachsen, dann kann viel geboren werden, dann kann empfangen werden, dann kann was zur Vollendung gebracht werden. Dann kann mit Genuss die Liebe gelebt werden. Mit Genuss und mit ganz viel Geduld. Geduld ist für mich auch Genuss. Also Genuss ist Geduld, weil wenn du geduldig bist, dann kannst du auch nur genießen. Wenn du nicht geduldig bist, kannst du gar nicht genießen. Also gehören eigentlich diese zwei Karten hier zusammen, finde ich, ne? Genau. Ja, das ist deine Woche. Ich wünsche dir alles Liebe. Und wenn du tatsächlich die Woche ein Kind gebärst oder ein Kind empfängst, also, ne, dann würde ich das gerne wissen, dann hätte ich gerne, dass du mir das kommentierst, ja, weil das ist ja auch eine schöne Angelegenheit. Vielleicht ist es auch so, dass du nächste Woche einfach mit jemandem neu zusammenkommst, wenn du verliebt bist oder Single, kann das natürlich auch bedeuten, ne? Also auf alle Fälle, wirst du die Woche ganz viel Liebe leben und empfangen und
kreieren und gebären und vollenden und weiß der Geier, wenn du geduldig bist. Ja? Okay. Wow, wenn du noch Fragen hast oder wenn du eine private Legung möchtest oder wenn du vielleicht sogar eine Jahreslegung möchtest, dann zur Liebe oder eine Halbjahreslegung, dann darfst du mich gerne kontaktieren. AndreaWirk.com ist meine Webseite, da stehen alle meine Daten drauf. Und wenn dir das jetzt gefallen hat, darfst du es natürlich gerne teilen, liken, kommentieren und mich abonnieren. Und ich wünsche dir eine ganz tolle Woche und wenn es die Weihnachtswoche für dich ist, auch eine ganz tolle Weihnachten und danke fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.